Und ich bin eigentlich auf den Philipp K. Dick gekommen, weil ich habe alle möglichen Science-Fiction-Magazine gelesen und jetzt nach meinen Erinnerungen, was man aber nie so ganz genau weiß, sind mir da ein paar Geschichten von ihm aufgefallen und dann habe ich gedacht, gucke ich mal, ob es da nicht auch ein Buch gibt. Also ich war jetzt kein Science-Fiction-Fan, der jetzt gebunden war in irgendwelche Fangruppen oder so etwas, sondern ich habe einfach nur gelesen. Und ich habe dann, nachdem ich das gelesen habe, habe ich eigentlich in der Zeit praktisch alle Romane gelesen. Also zum Beispiel, was mir noch sehr erinnerlich ist, ein Buch, das ist The Man Who Japed, das war noch vorher, das habe ich aber danach gelesen. Aber warum ich drauf gekommen bin, also einfach nur so formal, weil, wie gesagt, mir haben die Storys zunächst mal gefallen, besser als die anderen, die ich da gelesen habe. Also merkt man den Generationenunterschied, weil ich bin durch Filme tatsächlich auf Dick aufmerksam geworden, weil Dick ja einer der meist verfilmten Autoren ist und meine erste Begegnung mit dem Werk von Dick war dann eben der berühmte Film Blade Runner, wobei der Originaltitel natürlich ungleich besser ist als Blade Runner träumen Androiden von elektrischen Schafen. Ne? Androids Dream of Electric Sheep, ja. Aber natürlich ungleich schräger, also mich wundert, dass er den Titel überhaupt durchgekriegt hat. Und der zweite Film, wo sich dann der Name Dick bei mir festgesetzt hat, war eben der Minority Report, wo man auch sagen muss, das ist jetzt eine bessere Dick-Verfilmung als jetzt zum Beispiel die beiden Verfilmungen von Total Recall. Die finde ich ja fürchterlich, da können wir uns einigen. Aber bei mir war es dann tatsächlich so, dass ich ziemlich spät erst auf Dick aufmerksam geworden bin, obwohl ich ein ziemlicher Fan von Science-Fiction-Literatur war, aber jetzt nicht der klassische, nicht irgendwie ein Nerd mit Asimov und so weiter oder wen gibt es da noch? Heinlein, ja, die überhaupt nicht, ja. Sondern Bradbury schon noch, wobei ich den nicht so gut fand, aber eben Verne und H.G. Wells, also wirklich die Klassiker. Und da, als ich dann in diesem Kontext auf Dick gestoßen bin und auch so einige Kurzgeschichten gelesen habe, da war ich dann mit Verlaub enttäuscht. Weil es einfach von der Story her ist es tatsächlich großartig und extrem innovativ. Daher eignet es sich wahrscheinlich auch so als Filmvorlage, aber stilistisch ist es ja schon sehr runtergeschraubt, wenn man es jetzt mit der klassischen Science-Fiction-Literatur vergleicht oder mit der osteuropäischen Science-Fiction-Literatur wie Lem oder Stukatskis. Ja. Ist richtig. Vielleicht noch was zu den Filmen. Also Blade Runner und Minority Report stehen weit über allem anderen. Alles andere ist also absolut zweite Kategorie. Obwohl Scanner Darkly ist ja, weiß nicht. Ach, Scanner Darkly ist ganz interessant. Die ist super. Genau. Die ist super, weil sie die Paranoia sofort widerspiegelt. Ja. Blade Runner ist aber nicht wirklich ein Philipp Dick-Film, weil nur die Grundidee von ihm ist. Blade Runner lebt halt sehr von der Optik und diese Optik ist halt die Erfindung von dem Ridley Scott und insofern kann man das jetzt nicht so richtig. Die in dem Sinne schon eine richtige Philipp Dick-Verfilmung ist Minority Report eigentlich. Mhm. Vielleicht noch die drei großen Klassiker der Science Fiction. Das ist also Asimov, dann ich sage immer Heinlein, die Amerikaner sprechen das natürlich anders aus und Alfred Bester. Und Philipp Dick ist ja in der Zeit selber gar nicht so richtig hochgekommen. Also Philipp Dick ist eigentlich in der Zeit dann erst überhaupt zu den Größeren dazu gestoßen, als er für The Man in the High Castle den Hugo Gernsback Award gekriegt hat. Das ist die Geschichte mit der alternativen Zukunft, wo die Deutschen und die Japaner gewonnen haben. So, darf ich da was einwerfen? Ich meine, ich spiele jetzt ein bisschen The Devil's Advocate, aber so ganz originell ist diese Geschichte ja auch nicht, wenn man bedenkt, dass es diese Parallel- oder Alternativweltgeschichten gab es ja schon dutzendfach vorher. Ja? Es gab sie die ganze Zeit, zum Beispiel gibt es von Roger Zelazny The Iron Dream, also das ist ein Genre, aber er hat, glaube ich, schon das am interessantesten gemacht, weil er es eben auch noch jetzt mit der Mystik, mit dem I Ching und mit diesen Dingen verbunden hat. Aber vielleicht zur stilistischen Geschichte, da habe ich eigentlich, ich stimme dir zu, dass der natürlich stilistisch nicht so die Sprache ist, also knörkellos geraten. Aber aus meiner Sicht hat das auch seine Berechtigung, und zwar einfach aus folgendem. Mir hat er gefallen, einfach deswegen, damals in der Zeit schon, weil das Interessante an ihm war, dass da ja ineinander übergeht,
die Normalität, so wie wir sind, dann die verschiedenen Sorten von Psychopathien, also Everybody Goes Mental, also vor allem Paranoia, vor allem Psychosen. Mhm. Und das geht dann ja völlig saumlos gegenüber in Telepathie, Telekinese, in diese Dinge, in solche Sachen irgendwo. Und ich glaube, dass wenn man diese Dinge überzeugend schildern will, dann braucht man eine Sprache, die eben für alles geeignet ist. Und ich glaube, das war auch aus meiner Sicht seine große Anziehungskraft in der Zeit. Man darf bitte auch eins nicht vergessen, die Welt, die er beschrieben hat in seinen Romanen, war immer dieselbe. Also es ist jetzt nicht so, dass von Buch zu Buch da was sich verändert hat, sondern er hat eigentlich sein Universum, ist das gleiche in allen Büchern in leichten Variationen. Mhm. Und was zum Beispiel bei ihm auch sehr wichtig ist, dass im Grunde genommen geht ja immer alles aus vom normalen American Way of Life, vom Geldverdienen. Also man hat jetzt immer irgendeine Firma oder irgendjemand, der Geschäfte machen will oder so etwas. Man hat jetzt nicht jetzt irgendwelche, was selbst die Kolonisten auf dem Mars sind, ja damit beschäftigt, Geld zu machen. Ja. Mhm. Und das, glaube ich, war das Interessante und das Faszinierende an ihm, dass er in der Zeit diese Dinge zusammengebracht, also den normalen, erwerbsorientierten American Way of Life, dann übergangslos jetzt wirklich mit psychischen Alterierungen und dann mit Telepathie, Telekinese, Teleportation und diesen ganzen Dingen irgendwo. Und das hat deswegen Sinn gemacht, weil es eine andere Sorte von Sinn produziert hatte. Ja. Also in der Zeit, war ja noch die Zeit, wo wir es ein bisschen vom historischen Hintergrund sehen, die Zeit auf der einen Seite der Technik-Euphorie, auf der anderen Seite war es aber auch die Zeit des Kalten Kriegs. Das heißt, mit dieser Konfrontation und mit der möglichen Auslöschung, wenn alle sich sehr wenig intelligent verhalten. Man darf jetzt bitte auch nicht vergessen, ganz wichtig war, dass die Amerikaner haben ja in dieser Zeit einen sehr seltsamen Rationalitätsbegriff gepredigt, der mit der Spieltheorie zu tun hatte. Und jetzt aus heutiger Perspektive ist eigentlich die Spieltheorie im Grunde genommen, das ist die reine Paranoia. Also das Nash-Gleichgewicht ist schlicht und einfach Paranoia und sonst gar nichts. Mhm. Ich könnte das noch deutlich ausführen. Ja. Das wurde aber, diese Art von Verhalten wurde in der Öffentlichkeit immer als, also wirklich der letzte Stand von Vernunft präsentiert. Und da war halt jetzt der Dick aus meiner Sicht jetzt ein Kompliment dazu, dass wenn man die Sachen gelesen hat, man konnte jetzt nicht sagen, also nicht mal ein Spezialist, warum das nicht so ganz vernünftig war. Ja. Aber wenn man jetzt den Philipp Dick gelesen hat und die Romane und die Erzählungen, dann hat man so dieses Gefühl gehabt, naja, also das kann nicht so vernünftig sein. Und da hat man eigentlich das gleiche Gefühl, was man sowieso schon gehabt hatte bei der wirklichen Welt, aber sich nicht echt getraut hat, das irgendwie loszuwerden. Mhm. Weil das Interessante ist, dass man kann, eine Figur wie Dick passt ja wunderbar in diese Zeit. Ja? Auch Stichwort Paranoia, Watergate ist nicht weit, McCarthyism wirkt noch nach. Also man kann das alles wunderbar erklären. Und dann gibt es ja auch noch in seiner Biografie, die ja auch völlig abgefahren ist, um es jetzt mal so zu sagen, gibt es ja auch diese Episoden, wo er selber paranoid wurde und glaubt, er wird vom FBI verfolgt und hat dann diese göttlichen Visionen gehabt. Das Interessante ist aber, dass er zumindest nicht nur in Deutschland, sondern ich glaube auch in Europa die Rezeption von Dick als ernstzunehmenden Autor. Vor allem in Frankreich noch. Ja, Frankreich schon zu Lebzeiten, aber in Deutschland dann tatsächlich erst ziemlich spät. Ich würde sagen, in den 90ern erschienen dann, glaube ich, bei Haffmanns die gesammelten Werke und davor kann man richtig sehen, wie er sich hochgearbeitet hat, ja. Erst bei irgendeinem Schund-Verlag, der auch Perry Rhodan rausgebracht hat und den Lanzer und dann... Also da muss ich jetzt widersprechen. Er war bei Heine und bei Goldmann in Goldmanns Weltraumtaschenbüchern. Ja, aber vereinzelt, das ist der Punkt. Also Insel und Surkamp haben ja auch und dann Bücher kamen gemacht. Insel und Surkamp noch, genau. Als es ein bisschen mehr fashionable wurde. Aber jetzt, also bei Bastei Lübbe war er nie. Also das ist Rufmord. Aber Möwig hieß der Verlag, glaube ich. Da fing es an. Ja? Und daher hatten die Bücher auch so schöne Titel wie Mozart für Marsianer oder die LSD-Astronauten. Ja. Das ist Martian Time Slip. Genau. Aber die LSD-Astronauten sind auch ein Titel noch von Surkamp. Ja, also ja, aber daran kann man sehen, dass es hat einige Zeit gedauert, bis er hier angekommen ist. Und jetzt ist es natürlich interessant zu sehen, dass so eine Figur, die eigentlich völlig zeitverhaftet ist, dann
in unserer Gegenwart, und dafür sprechen auch die Verfilmungen. Die Verfilmungen haben wir erst nach seinem Tod eingesetzt und wurden, ist ja eigentlich inflationär geworden, dick zu verfilmen. Warum hat er sich diese Aktualität bewahrt? Ja? Obwohl das Konzept der Paranoia und der Spieltheorie ja sehr 60s. Also ich glaube zunächst mal die Spieltheorie, also die Spieltheorie ist eine besondere Verkörperung von Paranoia. Aber ich meine, Paranoia ist ja nach wie vor noch aktuell, wie man auch jetzt an der ganzen Spähproblematik im Internet sieht. Und etwas, was, glaube ich, ganz wichtig ist und was auch den Erfolg bis zum gewissen Grad erklärt, ist ja, dass der Philipp Dick keine Innensicht macht. Ja. Das heißt, es gibt ja nicht auch nur den Ansatz von psychologischen Erklärungen oder so etwas oder von Motivationen oder so etwas, sondern es wird von außen geschildert, also das Musterbeispiel ist eben zum Beispiel Scanner Darkly, was du erwähnt hast. Mhm. Es wird immer nur von außen geschildert. Es gibt auch bei Dick, ja, was ja auch ein interessantes Faktum ist, es gibt niemals Monologe, so etwas gibt es nicht. Und das ist natürlich etwas, was in unserer jetzigen Filmkultur, was jetzt gar nicht negativ gemeint ist, ein Film hat ja nie die Möglichkeit, nach innen zu gucken, also ein Monolog wirkt immer also boring und wird immer rausgeschnitten, wenn es außen off kommt. Ein Film erklärt auch nichts. Und bei Dick war es ja so, da wurde von vornherein schon nicht monologisiert und da wurde auch von vornherein nie was erklärt. Ja. Und diese Geisteshaltung ist natürlich schon etwas, was wir heute was glänzend in die Zeit passt. Ja. Weil es ein Stil ist, der damals von vielen propagiert wurde. Ja? Also es ist jetzt nicht so, dass Dick diesen Stil der Außensicht irgendwie erfunden hat. Man könnte auch sagen, dass es eigentlich ein Defizit von ihm ist, weil er sich darauf überhaupt nicht einlässt. Also ob es wirklich Teil seines Konzeptes ist, wage ich so zu bezweifeln. Weil er beschreibt ja zum Beispiel auch nicht. Ja? Die Beschreibung ist, sie war blond und sah super aus. So. Ja. Den Monolog, da muss ich ein bisschen insistieren, das ist schon bei zum Beispiel bei Alfred Bester oder so etwas, da wird nachgedacht, da gibt es Monologe und auch bei Heinlein oder bei Asimov oder so etwas, da gibt es zumindest im Ansatz Monologe und bei Philipp Dick gibt es wirklich null Monologe oder null Innenschau, absolut überhaupt nicht. Ich meine, du hast natürlich insofern recht, dass ein riesengroßer Teil der Science Fiction einfach immer schon irgendwelche Abenteuer waren, da brauchte man auch nicht nach innen zu gucken. Ja. Also die Leute haben natürlich dann auch jetzt keine Innenschau gehabt, aber das waren halt dann irgendwelche Weltraumdramen, Space Operas oder was, wie man das immer nennen will. Aber diese Geschichte eben, dass man überhaupt nicht nach innen guckt, ist in der Form, ist schon, das ist schon ein Spezifikum in dieser Radikalität. Mhm. Beim ernsthaften ja. Teil. Ja. Was machst du denn mit dieser ganzen Drogengeschichte, die ja sowohl in seinem eigenen Leben eine große Rolle gespielt hat, als auch dann in seinen Büchern? Ja. Die Drogengeschichte, da bin ich eigentlich, das ist aber nur eine möglicherweise ebenso verrückte Idee. Man denkt immer, das wird immer suggeriert, dass er durch die Drogen eigentlich dann erst so geworden ist, wie er geworden ist. Ich persönlich glaube, dass er so eine Persönlichkeitsstruktur hatte und dass die Drogen das höchstens verstärkt haben. Ja. Aber ich glaube, dass er halt eine psychotische grundlegende psychotische Persönlichkeitsstruktur hatte, dass das durch die Drogen schwer verstärkt wurde. Es ist eben ein ganz seltener Fall, dass jemand mit einer massiv psychotischen Struktur auch kreativ ist. Ja. Normalerweise ist es ja so, dass also alles, was in Richtung mentale Aberration geht, ist nicht wirklich kreativ. Ja. Kann man selber ausprobieren. Also wenn man mal, ich glaube, jeder Schriftsteller hat schon mal probiert, was besoffen zu schreiben. Und dann denkt man immer, das war jetzt ganz toll, und wenn man es am nächsten Morgen anguckt, der erste ist der Gang zum Papierkorb dann. Ja. Also da kommt nichts mehr raus. Und das, glaube ich, ist insofern das Interessante bei ihm, dass er da wirklich, er hat etwas draus gemacht. Aber man muss eben auch sagen, dass diese psychotische Struktur hat natürlich auch die Zeit abgebildet. Und die Zeit war auch insofern psychotisch, man muss sich, neben dem Kalten Krieg gibt es ja noch einen zweiten Hintergrund, und das ist Kalifornien. Hm. Und Kalifornien ist ja auch etwas, was hier immer nicht so richtig eingeschätzt wird. Kalifornien, die Basis für Kalifornien war immer das Militär. Das heißt, das Militär ist nicht an die East Coast, sondern an die West Coast gezogen, weil wenn man da frei hatte, konnte man surfen gehen. Silicon Valley, alles das ist im Endeffekt, auch die Unis dort, dass die so gut sind, ist entstanden aus Militäreinrichtungen, aus Bureaus, dass die Leute dort konzentriert haben.
Und insofern gibt es in Kalifornien heute nicht mehr so, weil heute ist das mehr kommerziell und das Kommerzielle ist dann eine Einheit. Aber früher, wo der Kommerz noch nicht die Rolle gespielt hat, war eben auch Kalifornien, war die personifizierte Psychose, weil man hatte auf der einen Seite die Militärs mit ihren strengen Kulturen und auf der anderen hatte man die Junkies, die Hippies und die völligen Dropouts. Und der Dick ist eben da in Marin County aufgewachsen und das war eben genau diese Gegend, wo am gleichen Tisch hier sitzt einer, also der ist in der Kommandostruktur und der daneben, der bringt sich morgen Drogenrausch um dann, ja. Mhm. Und das gehört eben auch noch dazu, ja. Und deswegen meine ich jetzt auch diese psychotische Struktur von ihm, dass die auch für diese Zeit und für diese Umgegend, die bildet einfach was ab, ja. Das war auch in gewisser Hinsicht eben charakteristisch, typisch oder wie man das sagen will. Typisch natürlich nicht wegen dieser wahnsinnigen Kreativität. Naja, aber interessant auch, dass das dann diese Allgemeingültigkeit entwickelt hat, weil diese kalifornischen Zustände sind ja doch sehr speziell gewesen und sehr zeitverhaftet und haben anscheinend eine Aktualität und eine Allgemeingültigkeit über die Landesgrenzen hinweg auch für uns heute gewonnen. Ja, beziehungsweise das ist natürlich harmloser geworden. Oder perfider. Das, subkutaner, ja. Ein bisschen harmloser, weil die Ökonomie hat das sozusagen überspielt. Und ich meine, die heutige Version von sowas sind halt jetzt weniger die Militärs und die Dropouts, sondern das sind eben die Silicon Valley-Leute, die also kiffen, wenn sie fertig sind, oder der Broker, der Kokain schnupft, wenn er nach dem Dienst und so. Das sind aber eigentlich im Grunde genommen schon die, also das ist alles viel harmloser wie früher, weil zum Beispiel in der Scanner Darkly, das Problem ist ja einfach, dass die Leute früher sich ja haufenweise umgebracht haben, gestorben sind. Ja. Das hat man heute nicht mehr in dem Ausmaß. Mhm. Ja. Also, aber früher war das so, von so in so einer Drogengruppe oder von so Leuten oder sowas, da war es völlig normal, dass da nach einer gewissen Zeit war die Hälfte, die war unter der Erde dann. Ja. Mhm. Also was ich noch besonders bei Dick finde und was ihn, glaube ich, auch absetzt von anderen Science-Fiction-Autoren, ist einmal, dass er ja 1974 diese Vision hatte, wo er behauptet hat, Gott ist ihm erschienen, und dann wurde er völlig, manche sagen wahnsinnig, für er hat von sich behauptet, dass er eben religiös wurde und hat dann diese Vision auch in diesem 8000-seitigen Buch immer wieder verarbeitet, ja, dieser Exegese. Nun war aber davor, gibt es ja auch schon immer diese religiösen Strukturen in seinen Texten, ja. Du hast das I Ching erwähnt, aber die Schöpfergestalten oder die gottesähnlichen Gestalten spielen ja eine ganz große Rolle. Und zwar in einer Weise, wie sie, glaube ich, bei den anderen Science-Fiction dieser Zeit, Science-Fiction-Autoren dieser Zeit nicht eine Rolle spielen. Also und das ist so eine Unbestimmtheit für mich. Einerseits ist es irgendwie weird, ja, es berührt einen seltsam, weil man spürt, dass da irgendwie so ein ernst gemeinter Glaube irgendwie transportiert wird. Aber andererseits finde ich das auch irgendwie einnehmend. Also weil dieses philosophische Konzept, was dahinter steckt, dann nochmal eine weitere Ebene erhält. Also man kann das sehr schön im Internet bei der YouTube nachgucken. Da gibt es dieses eine Video, das ist bei einer Science-Fiction-Convention, ich glaube in den 70er Jahren aufgenommen, wo er eben erklärt, dass wir alle Simulationen in einem gigantischen Computer sind, haargenau das, was Matrix halt dann als Film bildet, wo also das Interessante ist, dass er da so schön davon überzeugt ist, also wirklich er sagt, das wäre ein Steuerbeamter eigentlich, ja, also er stellt das halt fest und er weiß, dass das so ist. Und zu der Gottesvorstellung, das finde ich eben auch so interessant, die letzten drei Romane, also Divine Invasion, die handeln ja davon, dass Gott wirklich auf die Erde kommt, dass Gott verkörpert auf die Erde kommt. Das heißt, der ist da auch viel radikaler. Mhm. Er fängt jetzt nicht mit irgendwelchen Wirkungen und irgendwelchen Wundern oder solchen Dingen an, sondern Gott kommt wirklich auf die Erde. Und das finde ich interessant und das ist auch dann letzten Endes konsequent. Und ich finde, das, was mir halt immer dabei einfällt, dass man sagt, viele unserer Welterklärungen sind ja ziemlich invariant gegenüber dem, was wir so tun. Also wenn man jetzt zum Beispiel der Meinung ist, dass die Welt wirklich ein Computer ist, wie bei von ihm vorhergesagt oder festgestellt oder Matrix, das ändert ja nichts, wie wir hier sitzen, nicht. Das ändert ja nichts. Also man kann genauso gut der Meinung sein und wenn die jetzt gewisse emotionale Side-Effects hat, dann why not, ja. Also
das, weil viele Dinge, in die unsere Zivilisation eingebettet ist, jetzt religiöse Dinge oder sowas, die ändern ja auch nicht wirklich was an, so, an dem, was wir machen, sondern das ist nur die Einbettung sozusagen, wenn es mal ernst wird, ja, wenn es jetzt vor allem persönlich ernst wird. Ja. Ja, es ändert vielleicht was an der Gemütslage. Ja. Also bei Dick würde ich jetzt das zum Beispiel unterstellen. Normalerweise in einer Situation, wie er war damals, der war ja auch ständig in Geldnöten und hat irgendwo bei Freunden auf der Couch geschlafen, unvorstellbar. Wer der Suizid... Der war ja nicht im deutschen Literaturbetrieb. Nee. Ja. Also, schlimmer. Keine Subventionen, keine Literaturpreise. Ja, ja. Aber er ist eben nicht suizidal geworden, sondern der Ausweg war dann die Gottesvision, ja. Die Gottesschau. Ja. Insofern hat es für ihn konkret dann doch irgendwas geändert. Meinst du denn, dass Dick ein Autor ist, an den wir als Autoren, sage ich mal, anknüpfen können oder an den Autoren angeknüpft haben, die jetzt nicht der Science Fiction zuzuordnen sind, sondern der, ja, ich weiß gar nicht, wie man da politisch korrekt sagt, der ernsten Literatur? Also ich würde sagen, dass direkt anknüpfen kann man nicht, aber er hat mitgeholfen, ein Bewusstsein zu erschaffen, das für uns jetzt eigentlich relativ selbstverständlich ist und von dem man ausgeht. Das direkte Anknüpfen funktioniert ja sowieso nicht. Der Jonathan Lethem hat das ja geschildert, dass das nicht funktioniert hat. Und das kann man auch nachlesen, dass das nicht funktioniert hat bei ihm. Ja. Aber auf der anderen Seite glaube ich auch, dass es mittlerweile schon eine enorme Weiterentwicklung gibt. Also, und zwar die Weiterentwicklung einfach gemäß mehrerer Dinge. Einer der Punkte ist zum Beispiel, dass alles, was mit psychischen Problemen zu tun hat, dass das ja viel bekannter, viel öffentlicher ist und viel besser kartiert ist. Also früher war ja alles, was eine psychische Aberration war oder sowas, da hat man nicht drüber geredet und man hat ja nicht gesagt, dass man zum Psychoanalytiker ging, außer man war New Yorker natürlich, da hat man gesagt, mein Shrinks Appointment und so weiter. Man ist bei diesen Dingen, ist man heute grundsätzlich viel toleranter und weiß, dass es das gibt und das spielt einfach eine akzeptable Rolle. Und das andere, auch was das Roboter-Thema betrifft, ist ja auch ein bisschen das, dass man mittlerweile auch weiß, dass kognitive und emotionale Fähigkeiten, dass das keine Einzelheiten sind, sondern dass die wiederum zusammengesetzt sind aus Subroutinen und aus solchen Dingen. Dieses Bewusstsein hatte man ja damals auch noch nicht so. Also man darf bitte auch nicht vergessen, dass diese Roboter, die er schildert, die haben ja auch einen philosophischen Hintergrund insofern, als man, da dämmerte es erstmal langsam überhaupt der Menschheit, der Mensch ist eben, ich mache es jetzt sehr plakativ natürlich, nicht dieses Subjekt, was da irgendwo sitzt und dann entscheidet und dann am besten noch aus dem deutschen Idealismus kommt, den ich sonst ganz toll finde, aber jetzt nicht in dem Zusammenhang, sondern dass diese ganzen kognitiven und emotionalen Prozesse, dass die zusammengesetzt sind aus Subroutinen irgendwo. Und das Roboter-Thema hat dieses Bewusstsein natürlich gefördert, weil die Roboter ja einzelne Dinge auch schon so gemacht haben wie der Mensch und weil natürlich dann der Gedanke naheliegt, naja, der Roboter kann ja das auch und dieses Vermögen, ich kann das auch, also muss ja irgendwas bei mir geben, was da so ähnlich ist wie der Roboter mit bezüglich dieser Geschichten. Eben, ja. Aber ich meine eben, dass das Bewusstsein jetzt viel weiter ist und da gibt es ja auch vor allem jetzt, also wenn man jetzt die Entwicklung der Roboter in der Science Fiction sieht oder auch in der Fernsehserie, also das Progressivste, was es gibt, das ist Battlestar Galactica. Und da geht es halt darum, nicht mehr, dass die Roboter nicht wissen, dass sie welche sind. Das sind sie erst, dann entdecken sie, dass sie welche sind. Und dann geht der Witz erst los. Ja. Also da ist man ja auch schon einen Schritt weiter. Ja.